Das Geschäft mit Umzügen in die Türkei läuft gut. 30.000 Deutsch-Türken verlassen jedes Jahr die Bundesrepublik. Ganze Familien ziehen zurück in das Land ihrer Vorfahren. Auf einen schönen Start, ja. Was treibt sie weg aus Deutschland? Was erhoffen sie sich in Ankara, Istanbul oder Izmir? Haben sie dort bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Und wie schaffen sie den Spagat zwischen zwei Kulturen? Ganz hinten, oder? Da. Sie sind auf dem Weg zu einem Fotoshooting. Es soll ein Abschiedsbild für die Eltern werden. Denn eine der drei Schwestern zieht in die Türkei. Habibe Öztürk ist in Deutschland geboren und 27 Jahre alt. Die Eltern stammen aus der Türkei. Jetzt nimmt er sie links, rechts an der Hand. Genau. Habibe ist die älteste der drei Schwestern. Alle haben einen deutschen Pass. Ich würde die alle am liebsten mitnehmen, aber die haben ja auch ihr eigenes Leben hier in Deutschland. Aber dafür können sie mich sehr, sehr oft besuchen kommen oder ich komme sie besuchen. Die Eltern betreiben im bayerischen Hahnbach einen Dönerladen. Hier hat Habibe ihre Jugend verbracht. Jetzt studiert sie in Bremen. Das Ehepaar Öztürk zog in den 80er Jahren nach Deutschland. Wir haben nicht einfach gehabt, mit Frau und ich. Wir haben einen kleinen Laden gehabt früher, Habibe hat aufgepasst, schon mit 13 Jahren, und ihre Schwester aufpassen müssen. Und Mama ist eine Stand, ich andere Stand. Ja, so haben wir das aufgebraucht, oder wie soll ich sagen? Ja, aufgebraucht. Ja. Wir haben auch schon, auf dem einen Markt schon geschaut, wie man das verdienen könnte. Der Imbiss hat 7 Tage die Woche geöffnet. Heute hilft Habibe ihrer Mutter ein letztes Mal. Ihr Abitur hat sie auf dem 2. Bildungsweg gemacht. Vorher arbeitete sie als Postzustellerin. Tschüss, Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ich fühle mich ziemlich traurig, dass ich jetzt gehe und quasi nicht weiß, wann ich wieder zurückkomme, weil ich jetzt ein neues Leben anfange. Trotzdem, klar, freue ich mich auf mein neues Leben, aber traurig bin ich schon darüber. Weil Habibe heute Abend ihren Abschied feiern will, hat die Mutter ihren Dönerladen früher zugemacht. Gülhanim Öztürk und ihr Mann können sich nicht vorstellen, in die alte Heimat zurückzukehren. Doch ihre Tochter müssen sie jetzt ziehen lassen. Sie hat sich in der Türkei verliebt und will dort heiraten. Sind Sie traurig, dass Habibe in die Türkei geht, oder sind Sie froh? Tabe. Sevin, ja. Sie freuen sich? Ja. Ja? Das ist Türkei, alles schön, Wasser, Grüne, daha rahat edeceğine inanıyorum. Sie glaubt, Habibe wird es in der Türkei besser gehen. Zum Fest sind Freunde, Verwandte und einige Nachbarn eingeladen. Die Öztürks sind die einzigen Deutsch-Türken im Dorf. Ja, ich bin der Bruder von Habibe. Ja. Habibes Vater hat extra einen Entertainer engagiert. Weil nicht alle zur Hochzeit in die Türkei fliegen können, feiern sie jetzt mit der Braut ein bayerisch-türkisches Abschiedsfest. Nur Habibes Schwester Gülsüm, die mit einem Bayern verheiratet ist, mag sich nicht so richtig freuen. Die Trennung fällt ihr schwer. Während sich die Männer mit Raki und Bier amüsieren, ziehen sich ihre Ehefrauen ins Haus zurück. Aber irgendwann tanzen alle zur türkischen Diskomusik. Es sind Habibes letzte Stunden in ihrem Heimatdorf. Doch bevor es losgeht in die Türkei,
muss sie in Bremen ihre Abschlussprüfung machen. Auch Familie Arici in Gladbeck ist seit Wochen in Aufbruchstimmung. Mutter und Tochter ziehen aus dem Ruhrgebiet nach Istanbul. So, halt mal fest. 60 Rollen Plastikfolie hat Essin Gül Arici verbraucht. Tagelang hat sie gepackt und geschleppt. Organisieren fällt ihr nicht schwer. Sie war Bereichsleiterin im Gebäudemanagement. Jetzt fehlt nur noch der Spediteur. Er hat mir schon seit ein paar Wochen Magenschmerzen bereitet, weil er halt sagt, ja Mädchen, mach keinen Stress, das wird schon klappen, das geht schon, wir kommen. Essin Gül Arici ist seit 5 Jahren geschieden. Das Haus hat sie verkauft. Diese erste Generation, die rübergekommen sind, die haben immer einen Traum gehabt, irgendwann gehen wir zurück. Und so sind wir aufgewachsen halt. Ja, noch ein paar Jahre, dann gehen wir. Und viele haben nicht geschafft. Und das war eigentlich mein Grund zu sagen, so, ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu machen, bevor ich irgendwann bereue und alt werde und sage, hätte ich mal. Ich bin deutsch und ich bin auch froh, dass ich auch hier aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin. Aber ich möchte was anderes ausprobieren und einfach meine Wurzeln, wo meine Eltern halt herkommen, erforschen, erkunden, leben, als ausprobieren. Edda ist 24 und hat gerade ihr Fachabitur hinter sich. Sohn Berat studiert Mobilität und Verkehr in Aachen. Freunde, die beim Umzug helfen wollen, sind im Gegensatz zum Spediteur schon mal da. Und wann kommt der gute Mann? Weiß man nicht. Man hat nichts von ihm gehört. Nicht, dass wir bis abends hier sitzen, ne? Also er kommt um 23. Unpünktlichkeit macht Essin Gül Arici nervös. Da ist sie ganz deutsch. Noch schnell verarbeitet sie die restlichen Lebensmittel. Sohn Berat will im Ruhrgebiet bleiben. Man lässt ja die Hälfte vom Herz hier. Bleibt nicht aus. Eine Stunde später warten sie immer noch auf den Spediteur. Mama, hat er angerufen? Nein, hat er nicht. Willst du mal anrufen? Ich traue mich gar nicht, ihn anzurufen. Ja, aber wir haben ja schon fast 12 wieder, ne? Dann steht er endlich am Gartenzaun. Essin Gül ist erleichtert. Eine Fälschung, ja. Doch schon bahnt sich das nächste Problem an. Das wird nichts. Geht gar nicht. Der Transporter ist viel zu klein. Also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass alles reinpasst. Ganz ruhig. So hat sich Essin Gül Arici das nicht vorgestellt. Nun heißt es überlegt einladen, damit so viel wie möglich in den Sprinter passt. Doch mit einer Fuhre ist der Umzug nicht zu schaffen. Der Spediteur muss mehrmals Möbel zum Verladeplatz fahren. Gut, dass ihre Freunde da sind. Sonst könnte sie das alles nicht so wegstecken. Das schaffen wir. Ne? Ja. So, letztes Stück. Kurze Zeit später auf dem Verladeplatz der Spedition. Hier werden die Möbel auf Paletten gepackt. Mit dem LKW bringt sie die Firma nach Istanbul. Dass so viele Deutsch-Türken in ihre frühere Heimat zurückziehen, beschert Kemal Darakci und seinem Sohn Mustafa gute Geschäfte. Aufgrund des Wirtschaftsbooms in der Türkei, so wie es meistens in den Medien berichtet wird, die erhoffen sich natürlich einen neuen Lebensabschnitt mit der deutschen Bildung. Mit der deutschen Bildung und Disziplin, da muss man ganz ehrlich zugeben, ja, erhoffen die sich natürlich in der Türkei einen höheren Posten mit dem Studium, was man sich hier erlangt hat. Ne? Nur es gibt dann auch sehr, sehr viele, die natürlich auch wiederum zurückkommen, ja, die sich sagen, so, Deutschland,
und Türkei, der Vergleich, der war da. Und das deutsche System passt uns mehr. Erst wenn ein LKW voll ist, geht der Transport in die Türkei. In 2 Wochen sollen die Möbel in Istanbul ankommen. In Bremen joggt sich Habibe Öztürk fit für ihre Prüfung. Sie studiert Verwaltungs- und Betriebswirtschaft und wohnt in einem Studentenwohnheim am Stadtrand. Hier leben viele Ausländer. Habibes Prüfungsthema: Bildungschancen von Migranten. Sie selbst wurde in der Schule ausgebremst, sagt sie. Mein Abschluss ist mir sehr wichtig. Ich kämpfe hier immerhin schon seit 4 Jahren dafür. Und dann sollte ich das auch gut schaffen. Was bedeutet er denn? Mein Abschluss bedeutet mir wirklich sehr viel, weil es gibt mir mehr irgendwie Selbstbewusstsein und ich kann im Arbeitsleben einfach viel mehr damit anfangen. Heute besucht sie noch einmal die Firma, wo sie als Werkstudentin gejobbt hat. Sie könnte dort weiterarbeiten. Doch in der Türkei hofft sie auf bessere Karrierechancen. Auf dem Arbeitsmarkt habe ich bessere Positionen oder eine Führungsposition irgendwann mal zu gelangen, wenn ich meine Arbeit richtig mache und gut mache. Und hier weiß ich, auch wenn ich meine Arbeit richtig und gut mache, habe ich es auf jeden Fall schwieriger als Türkin, ich werde ja so angesehen, als meine Mitkollegen, also mit meinen deutschen Mitkollegen. Der Energieversorger beschäftigt mehrere Deutsch-Türken. Einer von ihnen ist gerade aus der Türkei zurückgekehrt. Vahit Bilmez arbeitete 3 Jahre in Istanbul. Das Leben dort war ihm zu hektisch. Das sagen sie. Du bist immer so zwischen 2 Welten. Du hast so 2 Kulturen. Hier denkst du immer, ich gehöre nach drüben. Und wenn du drüben bist, dann denkst du, oh, irgendwie fehlt mir ein Teil. Was machst du aber, wenn du merkst, dass du da damit nicht klarkommst? Wirst du dann versuchen, deinen Mann zu überreden, nach Deutschland zu kommen? Oder sagst du, ich ziehe das jetzt durch? Ja, meine Probezeit hatte ich ja, als ich in der Türkei war. Damals war alles okay. Aber ein Tipp, als erfahrener Rückkehrer. Rückkehrer. Vergleich nie Türkei mit Deutschland. Es ist ein Kulturschock. Doch Habibe hat jetzt andere Sorgen. Sie muss ihre Prüfung bestehen. Sonst kann sie ihre Zukunftspläne vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so aufgeregt wäre, aber ich bin ziemlich aufgeregt. Das passt da nicht rein. Sie muss den Laptop anschließen, damit sie ihre Bachelorarbeit präsentieren kann. Was ist das vielleicht? Gott sei Dank. Glück gehabt. Das Kabel passt. Während der Prüfung darf nicht gedreht werden. Eine halbe Stunde soll die Befragung dauern. Doch Habibe kommt erst nach 45 Minuten aus dem Prüfungsraum. Hat sie es geschafft? Die Anspannung ist jetzt weg und ich bin jetzt fertig mit meinem Studium. Und wie fühlt sich das an? Erleichterung pur. Ich fühle mich frei. Das ist sehr schön, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Okay. Professorin Desiree Kamm kennt einige Absolventen, die sich trotz des Fachkräftemangels in Deutschland für die Türkei entscheiden. Wir kommen dich besuchen. Gerne. Ich finde es jetzt ganz besonders schade, dass sie geht. Andererseits sind sie natürlich auch Botschafter für unser Land und dann in ihrem Land, beziehungsweise in ihrem ehemaligen Land wiederum Botschafter für uns. Mhm. Und ich finde es auch nicht problematisch, auch ganz viele andere verlassen unser Land, kommen irgendwann wieder zurück. Genau. Ne? Habibe hält nun nichts mehr in Bremen. Die Studentenbude gibt sie heute auf. Sie schaut nur noch nach vorne. Ihre Schwester Gülsüm und Schwager Alexander begleiten sie zum Flughafen. Habibe hat einen Nachtflug nach Izmir gebucht. Es ist kein Abschied für die Ewigkeit von den Verwandten. Bei der Hochzeit in der Türkei werden sie sich wiedersehen. Ich freue mich. Ich freue mich. Nein, erst in der Türkei ist Abschied. Genau. Danke für den Nachfrage. Gute Reise. Ja.
Aber für Habibe ist es definitiv der Abschied von ihrem Leben in Deutschland. 3 Stunden später wartet Şenol Bollat in Izmir auf seine Verlobte. Monatelang haben sie sich nicht gesehen. Şenol arbeitet als Informatiker bei einem Logistikunternehmen. Deutsch spricht er nicht. In einer Neubausiedlung am Stadtrand besitzt Şenol eine Eigentumswohnung in begehrter Wohnlage. Ich habe dir was mitgebracht. Ich hoffe, es passt. Die nächsten Tage werden sie mit Hochzeitsvorbereitungen verbringen. Rush Hour in Istanbul. Wer jetzt nach Hause will, muss gute Nerven haben. Wohin willst du jetzt hin? Esengül Arici wohnt inzwischen 2 Monate in der Türkei. Seit 2 Wochen arbeitet sie wieder als Bereichsleiterin im Gebäudemanagement. Wie in Deutschland. Ja. Vielleicht ist das auch gut so, dass ich jetzt sofort angefangen habe, zum Beispiel Autofahren. Das war für mich ein Horror, zu überlegen, in Istanbul Auto zu fahren. Und so bin ich einfach ins kalte Wasser reingeschmissen worden. Und ich bin von mir jetzt selber überrascht, wie gut ich jetzt da drin bin. Die 13-Millionen-Metropole gleicht einem Moloch. Esengül Arici muss in den Westen der Stadt, vorbei an gigantischen Wohn- und Einkaufsvierteln. Ganz geheuer ist ihr der Bauboom der vergangenen Jahre nicht. Hier ist Erdbebengebiet und da muss man halt gucken, kontrolliert bauen. Und das ist, glaube ich, nicht hier so. Man staunt es, wie viele Häuser leer stehen, auch trotzdem immer noch gebaut wird. Für die gut 40 Kilometer bis zum Stadtteil Esenyurt braucht sie 3 Stunden, alleine für die Rückfahrt von der Arbeit. Heute will sie auf dem Nachhauseweg noch etwas besorgen, bevor das Einkaufszentrum schließt. Das sind alles so Sachen, die ich auch drüben gekauft habe. Alufolie, Frischhaltefolie und so, Allzweckbeutel hier. Doch, man fühlt sich wohl. Man schimpft immer, aber wenn man hier reinkommt und sagt, oh, das kenne ich hier alles. Gemütlich. Der Drogeriemarkt Rossmann ist nur eine von vielen internationalen Ketten, die in der Türkei expandieren. Allerdings sind die Produkte teurer als in Deutschland. Wenn man die bestimmte Standard, die in Deutschland hatte, das weiterhin führen möchte, muss man halt ein bisschen mehr zahlen. Und wie machen die Leute das hier? Ihre Löhne sind ja niedriger. Ja, mittlerweile ist es aber so, dass nicht nur ein Person zu Hause arbeitet, sondern alle arbeiten und das wird alles in einem Topf geschmissen. Weil die Standard wird immer oder die Bedürfnisse werden immer höher und die müssen halt arbeiten. Früher hat nur Papa gearbeitet, Mama war zu Hause, aber jetzt sind alle berufstätig. Esengül Arici arbeitet in Istanbul für dieselbe Firma, für die sie auch in Gladbeck tätig war. Das Gehalt sei okay, sagt sie. Nur Urlaub bekommt sie im ersten Jahr keinen. 23 Uhr. Jetzt erst ist sie zu Hause. Seit 17 Stunden ist sie jetzt auf den Beinen. Ihre Tochter sieht Esengül kaum noch. Auch am Wochenende arbeitet sie. Die Energie nimmt man, glaube ich, auch von der Atmosphäre, Luft, was hier ist. Die Menschen sind 24 Stunden unterwegs. Und automatisch macht man das so mit. Man ist in diesem Kreis auch da drin. Die Maisonette-Wohnung haben Aricis bereits in den 90er Jahren gekauft. Damals waren Immobilien in Istanbul noch erschwinglich. Ihre Möbel aus Deutschland konnten sie alle unterbringen.
Tochter Edda fehlt nur noch der Internetanschluss. Was sie in der Türkei studieren möchte, weiß sie noch nicht so recht. Ich würde schon gerne ein paar Freunde hier um mich haben. Vielleicht auch mein Papa oder mein Bruder. Weil es ist jetzt nicht die Umgebung, die mir fehlt, sondern einfach die Freunde, Familie, die ich um mich hatte. Weil die haben sozusagen das Wochenende, die Woche total versüßt. Also in der Hinsicht, das vermisse ich. Bevor das Semester anfängt, will sie sich einen Job suchen. Am liebsten in einer Zahnarztpraxis. Die meisten Deutsch-Türken, die in die Türkei zurückkehren, zieht es nach Istanbul. Hier sitzen die Global Player. Hier kann man Karriere machen. Das dachte sich jedenfalls Mustafa Güney, als er vor 3 Jahren aus Frankfurt in die Türkei zog. Der 34-Jährige arbeitet im asiatischen Teil der Stadt. Als Controller bei einer österreichischen Firma. Also war nichts los, aber zuvor in der Einbindung gab es nochmal einen Unfall. Wenn ich die Mitmenschen hier in Istanbul, wenn ich diese betrachte, die handeln ganz anders, die denken auch ganz anders, die haben auch ganz andere Lebensziele. Und dann merke ich den Unterschied und deswegen weiß ich heute, dass ich Deutscher bin. Du hast vielleicht deinen Kernfort vergessen, ne? Seinen Job hat Mustafa schon gekündigt. Er will so schnell wie möglich nach Deutschland zurück. Nach Dienstschluss muss er sich im Feierabendverkehr behaupten. Mit dem Auto braucht er für die 17 Kilometer in die City gut 3 Stunden. In der Türkei gibt es vom Gesetzesgeber her eine 45-Stunden-Woche. Allerdings bleibt es meistens nicht bei 45 Stunden, sondern tendiert eher zu gut 48 bis 50 Stunden im Durchschnitt. Und die Überstunden, werden die bezahlt? Jetzt vom Gesetzesgeber her müssen die nicht bezahlt werden und die werden auch, sag ich mal, bei türkischen Unternehmen auf jeden Fall nicht bezahlt und auch bei einigen deutschen Unternehmen nicht. Es gibt halt die Ausnahmen bei Großkonzernen mit der Gleitzeit. Mustafa ist mit einer Türkin verheiratet, die er in Istanbul kennengelernt hat. Die beiden haben einen 7 Monate alten Sohn. Hoş geldin. Ehefrau Elif hat Modedesign studiert. Doch berufstätig ist sie nicht. Sie muss beim Kind bleiben. Denn Krippenplätze sind in der Stadt Mangelware. Wie so häufig hat Elif das Abendessen warm gestellt. Sie ist fest entschlossen, mit ihrem Mann nach Deutschland zu gehen. Nach Frankfurt, wo Mustafas Mutter lebt. Deshalb üben sie bei jeder Gelegenheit Deutsch. Gabel. Oder Messer. 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 In Deutschland muss Elif einen Integrationskurs besuchen, damit sie bleiben kann. Gabel, Messer. Ihr Sohn wird wie Mustafa selbst zwischen 2 Kulturen aufwachsen. Er wird natürlich in Deutschland quasi doppelt so viel Effizienz quasi auch zeigen müssen, auch doppelt so stark sein müssen, um auch gegen Diskriminierung anzukommen, weil er halt nun mal ein Ausländer ist. Aber das ist halt das, was halt die Deutsch-Türken auch abstärkt. Ja, dass man halt auch einen stärkeren Zusammenhalt in Deutschland hat und quasi auch auf das Schlimmste vorbereitet sein muss in Deutschland. In der Türkei könnte ich ihm das jetzt, sage ich mal, von der Nationalität her natürlich ersparen, aber von der Lebensart oder Lebenseinstellung her, wenn ich ihm meine Lebenseinstellung und meine Vorstellung quasi übertrage, dann wird er auch hier der Fremde sein. Das bin ich nämlich momentan, obwohl ich quasi hier nicht als Ausländer gelte. Inzwischen hat Edda einen Vorstellungstermin in einer Zahnklinik bekommen. Sie will ein bisschen Geld verdienen und nicht mehr zu Hause rumhängen. Die Metro bringt sie zur asiatischen Seite von Istanbul. Ich schätze meine Chancen sehr gut ein, da ich halt 2 Muttersprachen habe. Das ist einmal Türkisch und Deutsch. Und zusätzlich kommt halt das Englische mit dazu, was ich halt in der Schule gelernt habe. Und viele Arbeitgeber hier legen sehr viel Wert auf Sprachen und gucken wir mal. Ihre Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte gibt es in der Türkei nicht. Hallo. Nadide Yazgan arbeitet in der Klinikverwaltung.
Sie stammt aus Frankfurt und zog vor einem Jahr nach Istanbul. Man hat es hier leichter als in Deutschland, weil hier sehr wenige Deutsch sprechen und es gibt hier mehr Möglichkeiten. Ausbildung in Deutschland ist hier fast wie Uni-Abschluss. Klinikleiter Emin Şimşek hat in der Schweiz Zahnmedizin studiert. Liebst du deinen Beruf? Ja. Und weil Zahnmedizin ist nicht so einfach. Ja. Du weißt es auch. In der Klinik lassen sich jährlich auch etwa 600 deutsche Patienten behandeln. Denn in der Türkei ist Zahnersatz wesentlich billiger. Der Arzt zeigt Edda die Praxisräume. Mein Name ist Edda. Ja, guten Tag. Probearbeit. Die Patientin kommt aus Frankfurt. Sie lässt sich hier Implantate einsetzen. Nein. Edda, du kannst gerne übersetzen. Bitte, also es wird nichts passieren. Es ist eh alles betäubt. Mhm. Wenn was sein soll, können Sie ruhig die Hand hochnehmen. Mhm. Aber Sie müssen jetzt einfach gar nichts merken, weil die Betäubung schon extrem ist. Heute schaut Edda nur zu. Schon bald kann sie zum Probearbeiten wiederkommen. Ihre Qualifikation ist für die Klinik Gold wert. Zu Hause in der Wohnanlage genießen Mutter und Tochter ihre Dachterrasse. Seit Esengül arbeitet, geht das nur selten. Trotz der Hektik in der Türkei. Hier zu leben, bereuen sie nicht. Wo man auch ist, hat man Sorgen. Und hier wird das nicht anders sein. Nur das zu minimieren, ein bisschen weniger, dass man das glaube ich schon, dass das hier anders sein wird. Hoffe zumindest, dass das anders wird. Habibe und ihr Verlobter haben in Izmir inzwischen die vielen Behördengänge hinter sich, die für die türkisch-deutsche Hochzeit nötig sind. Auch die Trauringe gibt es schon. Heute wollen sie ein Hochzeitskleid aussuchen. Das Angebot in der Türkei ist riesig. Auch türkische Bräute heiraten meistens ganz in Weiß. Prinzessin-Gefühl. Es ist mir vom Rock her viel zu Prinzessin, aber das Oberteil, also das obere Teil gefällt mir richtig gut und mein Schleier gefällt mir auch richtig gut. Während Şenol Nachrichten von seiner Firma auf dem Handy checkt, probiert Habibe ein Modell nach dem anderen. Die Brautmodenschau kann noch dauern. Ich fühle mich irgendwie hineingeboren. Das hat so richtig mein Herz zum Flattern gebracht. Und was sagt Şenol? Şenol gefällt es auch, aber das andere hat ihm auch gut gefallen. Also eigentlich ist ihm das egal. Hauptsache, ich fühle mich gut in dem Kleid. Dann ist es soweit. 300 Gäste sind eingeladen. Für eine türkische Hochzeit nicht viel. Ein Imam hat Şenol und Habibe am Nachmittag getraut. Şenols Familie ist streng gläubig. Alkohol gibt es auf dem Fest nicht. Gefeiert wird nach einem festgelegten Ritual. Ich bin super glücklich. Alles ist super, so wie ich das gewollt habe. Jeder ist da. Haben Sie nicht Angst, dass Sie die deutsche Freizügigkeit vermissen? Da gibt es eigentlich keine Bedenken. Ich lebe hier genauso wie auch in Deutschland. Habibe blickt optimistisch in die Zukunft. In der Türkei fühlt sie sich endlich anerkannt. Sie hat ihre große Liebe gefunden und auch schon einen Job bei einer großen Firma. Wir sind eins. ARD